Meiner Frage geht es um das kommunale Investitionsprogramm. Seit 2016 haben wir dieses aufgelegt, das kommunale Investitionsprogramm, und damit ungefähr 130 Millionen vorgesehen, die Bildungsinfrastruktur, Feuerwehrinfrastruktur, Sportstätten und so weiter zugutekommen sollten. Nun haben wir im Finanzausschuss erfahren, dass der Mittelabfluss sich in Teilen, sagen wir mal, schwierig gestaltet und die Landesregierung vorhatte, danach zu steuern. Und ich frage deshalb heute, inwieweit es gelungen ist, den Mittelabfluss für diesen Doppelhaushalt 17/18 zu verbessern. Das antwortet Herr Minister Görke. Sehr geehrter Vizepräsident, sehr geehrter Abgeordneter Wilke, Sie haben es richtig gesagt, das kommunale Investitionsprogramm umfasst ein beachtliches Volumen von 130 Millionen Euro für die genannten Förderbereiche. Durch ein verstärktes Controlling und auch Berichtswesen, insbesondere im Bereich der Bildungsinfrastruktur, hat die Landesregierung dafür gesorgt, dass die Anzahl der Bewilligungen jetzt deutlich gestiegen ist. Auch die Anpassung der Richtlinie hat sicherlich dazu beigetragen. Unter anderem haben wir in dieser Richtlinie den Eigenanteil der kommunalen Familie von 40 auf 25% gesenkt, was deutlich attraktiver möglicherweise damit geworden ist. Für das Gesamtprogramm des kommunalen Investitionsprogramms wurden bis zum heutigen Tag 43,7 Millionen Euro bewilligt. Bis zum Jahresende rechnet das Finanzministerium auch in Absprache mit den betroffenen Ressorts mit einem Bewilligungsvolumen von 70,7 Millionen Euro, was einer Quote von 54,4% entspricht. Nach der derzeitigen Antragslage werden die Mittel für alle vier Programmteile vollständig eingesetzt werden können. Die höchsten Mittelabflüsse erwarten wir im Jahr 2018, auch noch im ersten Halbjahr des Jahres 2019. Der Ministerpräsident hat das heute in seiner Regierungserklärung schon angekündigt. Für die Bereiche Feuerwehrinfrastruktur und Sport- und Freizeitinfrastruktur sind die Programme deutlich überzogen, beziehungsweise, richtiger Begriff heißt überzeichnet, entschuldigen Sie bitte, sodass im Rahmen des Nachtragshaushaltes zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank.